Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video, einmal bei Facebook, einmal bei YouTube wird das Ganze hochgeladen und ich möchte dir heute mal 5 meiner Top-Produkte vorstellen. Ich werde es immer mal wieder ein bisschen wechseln, weil es gibt mehrere Produkte, die ich feiere und weil es einfach auch bestimmte Gründe hat. Aber jetzt stelle ich dir erstmal so die ersten 5 Produkte vor, wo ich sage, hey, ja, die sind total geil. Wir fangen mal an mit einem Brush, mit einem Pinsel. Und zwar ist der von Zoeva. Das ist aus der Rose Golden Edition die 114 Luxe Face Focus. Warum finde ich den so geil? Weil du kannst unglaublich geil konturieren. Du kannst schön den Wangenbereich konturieren, seitlich an, weil er stabil ist, weil er kompakt ist. Du spürst den Knochen der Kundin und kannst somit dich am Knochen entlang tasten, weil er eben nicht zu weich ist. Aufgrund von der flachen Form, und wenn du mich kennst, weißt du, dass ich flache Pinsel mehr mag als wie die buschigen, weil du kannst hier mit der flachen Seite auch schön Rouge auftragen. Du kannst enorm punktuell konturieren, ohne dass du mit einem fetten Pinsel aus Versehen zu großflächig konturierst. Also mit dem Pinsel kannst du eine richtig geile Arbeit machen. Top-Produkt Nummer 1, Zoeva Rose Golden 114 Luxe Face Focus. Produkt Nummer 2, was ich lieben gelernt habe, ist natürlich ein Beauty Blender. Und zwar den Beauty Blender von Real Techniques. Also quasi dem aus dem Drogeriemarkt. Weil, ganz ehrlich, die Originalen sind wir alle verreckt. Umso teurer er war, umso schneller ist er kaputt gegangen. Der hier hält ohne Ende. Also darum muss ich wirklich sagen, von Real Techniques, der ist echt geil. Und vor allem, warum ich den mag, ist ganz einfach, nicht fürs Make-up, da auf jeden Fall nicht verwenden, weil sonst verbrauchst du zu viel und das Ergebnis wird ein bisschen verfälscht. Und also ich verwende das nur für die Augen, für Concealer. Ja, weil du da natürlich richtig schön ebenmäßig den Concealer in die Haut einarbeiten kannst und somit das Ergebnis nochmal viel, viel, viel besser wird, anstatt wie ohne. Also Real Techniques Beauty Blender, mega. Also finde ich der Hammer. Für den Preis, wirklich Preis-Leistung aus dem FF. Dann bleiben wir gerade beim Concealer und zwar liebe ich absolut den Marlowe's, den Light Reflector Concealer. Gibt in 2 Nuancen, einmal den 01 oder die 3. Je nach Hauttyp eben kannst du beide auf jeden Fall brauchen. Der ist geil, weil er, so wie der Name sagt, Light Reflektor, das Licht reflektiert. Die Haut wird nicht stumpf und matt, sondern die Haut oder quasi die Lichtreflektion fängt das Licht ein, wirft es zurück und dadurch macht es die Haut ebenmäßiger und es entsteht einen ganz zarten Glow unterm Auge. Und das ist auch sehr gut geeignet bei einem Best Age Make-up und, weil wie du weißt, ich liebe Produkte mit Lichtreflektionen, weil es einfach nochmal ein optischer Weichzeichner ist. Es ist wie Photoshop aus der Tube sozusagen und das ist echt ein geiler Concealer. Light Reflektor, wie gesagt, von Marlowe's Boutée. Beide Nummern. Als nächstes kommen wir zu einem Fixierpuder und zwar den MAC Light Plus. MAC Light Plus aus der Mineralize Serie. Der ist so geil, weil er A, enorm samtig ist beim Auftragen und B, nicht matt macht, sondern er hinterlässt auch wiederum einen zarten Glow auf der Haut. Also wenn ich ein Make-up fixiere, dann verwende ich zu 80% nie einen mattierenden Puder, sondern ich liebe nochmal Lichtreflektionen, weil das ein optischer Weichzeichner ist. Und da ist der Puder, den habe ich damals bei einer Visagistin kennengelernt, sozusagen, habe mich direkt verliebt in den Puder, weil er einfach vom Gefühl her, vom Ergebnis richtig, richtig gut ist. Also Light Plus aus der Mineralize Serie, ein Fixierpuder, weil es eben ja nicht stumpf und matt macht, sondern die Haut richtig schön ebenmäßig gestaltet und einen zarten Glow hinterlässt. Dann auch was sehr Schönes, ich liebe Bronzer. Ja, Rouge kannst du nicht bei jedem anwenden, kommt immer drauf an, ob die Haut gerötet ist, Kuperose, wie auch immer. Was aber immer geht und ein absolutes Must-Have ist in jedem Badezimmer, ist ein Bronzer. Und da habe ich einen gefunden, den hat man mir mal empfohlen, den Butter Bronzer. Und da habe ich den Deep Bronzer, also quasi da gibt es Light Bronzer und das ist der Deep Bronzer. Und der hat eine richtig schöne Konsistenz, so richtig schön weich, samtig, wie eine Pflege schon fast. Und
Er riecht auch enorm gut, ja, wie eine Bodylotion im Prinzip. Und mit dem bekommt man richtig schöne Ergebnisse hin, weil auch hier, er hat ganz zarte Schimmerpartikel drin, aber nicht so, dass du glänzt, sondern dass es eben die Haut richtig schön weich zeichnet. Also da kann ich dir auch nur empfehlen, Butter Bronzer, ist auch gar nicht teuer, Butter Bronzer, Deep Bronzer, also die Nummer Deep sozusagen. Ja, das waren meine ersten 5 Highlight-Produkte, die ich dir vorgestellt habe. Es werden noch weitere Folgen, aber jetzt erstmal so eine grobe Übersicht, welche Produkte ich immer verwende. In dem Fall Rock the Makeup, vielen, vielen Dank, dass du Teil meiner Community bist. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, damit ich sehe, hey, okay, du möchtest noch mehr Produkte von mir sehen, was ich so verwende, und dann werden wir das auch tun. In dem Fall Rock the Makeup und bis dann, ciao.